dürfen auch immer missbrauchen. Also, die Diskussion kommt ja jetzt dann da bei der Gesetzgebung über die Abhörung und Datenspeicherung, oder? Ich bin gegen das Gesetz. Obwohl, die Partei wahrscheinlich dafür, ja, wird sie, oder? Weil, das ist das BÜPF, das sogenannte BÜPF, das geht darum, kann man freie Daten ablösen, leichter, länger speichern und so weiter. Und ich habe natürlich erlebt, als ich da eine Bundesanwaltschaft unter mir hatte, wie schnell, dass man da neben rausgeht, in der Terrorbekämpfung, wo man nach dem 9-11, also 2000 war ja das, hat man noch die amerikanischen Polizisten da gehabt. Wir haben Polizisten in Amerika gehabt. Da haben die Amerikaner angefangen, Hausdurchsuchungen gemacht und Telefon ablösen. Heute kannst du ja alles ablösen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und der Missbrauch ist also gewaltig. Ich habe das auch hier im Fall Hildebrand gesehen, was für so einen Fall, wo ja von vornherein aussichtslos war, was meine Person betrifft. Oder? Einfach aus politischen Gründen hätte man das müssen machen. Und da werden also sehr, sehr schnell da Telefon, wo ist er gewesen, wo hat er telefoniert, mit wem hat er telefoniert und all diese Sachen. Da gibt es also dann auch noch eine Sphäre, die man muss schützen muss. Ich bin nicht der Meinung, dass alles, was möglich ist, in der Verbrechensbekämpfung gebraucht werden. Auch nicht bei so einem extremen Fall. Ja. Wenn man jetzt hier schaut, wenn man das Mittel gibt, sagt man, es wäre schneller gegangen. Mhm. Oder es wäre schneller gegangen. Ja, wenn jetzt das einen Monat früher gewesen wäre, was hätte es das gemacht? Ja gut, vielleicht hätte er ja weitere Straftaten. Hat man ja Zeit geplant. Ja, natürlich. Ja, das muss ich immer sagen. Es wäre dann vielleicht. Aber es ist auch nicht sicher, ob es einen Monat früher gewesen wäre. Man vermutet das, oder? Also, das wird diskutiert und ist immer ein Kantengang, oder? Du kannst es eigentlich machen, wie du willst, ist falsch. Entweder schützt es die Freiheit nicht, aber dafür besser die Sicherheit, oder umgekehrt. Und Freiheit ist ein grosser Wert. Da dürfen wir nicht einfach, und gerade nach so einer spektakulären Sache da, ist natürlich die Gefahr groß, dass man den Hebel wild fest anzieht, oder?